Champion, dem Licht sei Dank. Ich muss euch dringend sprechen. Solange wir am Leben sind, wird Azeroth nicht fallen. Ihr könnt... Vortrefflich. Trefft mich auf Krasus Landeplatz, sobald ihr gerüstet seid. Seid gegrüßt. Möge Tyr euch leiten. Falls sich Hilfe auftreiben lässt, werden Efrina und ich kommen. Ruhig, Morgenlicht. Ja, das ist es. Auf zum Schildhügel. Die Zeit drängt. Seid gegrüßt. Lebt wohl. Tyrosus ist ein guter Kerl. Da sage ich nicht nein. Es lauern zu viele Gefahren, als dass ich etwas Hilfe ausschlagen würde. Vielleicht sind wir doch nicht allein, Taru. Schauen wir, was Tyrosus zu sagen hat. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir werden obsiegen. Möge das Licht, Brüder und Schwestern. Wir dürfen den Aschenbringer nicht vergessen. Tyrion mag fort sein, doch die Klinge ist noch da draußen. Zu euren Diensten. Nehmt euch in Acht da draußen. Geht stets im Lichte. Wie geht es euch? Auf Wiedersehen. Seit dem Sieg über den Lichtkönig habe ich viel Zeit in Ulduar verbracht und von Tyr erfahren, er war der einzige Titanenwächter, der sich gegen Lokens Verrat erhob. Eine Frühkuhl-Sage spricht von einem mächtigen Schild, den Tyr seinem Champion für die Schlacht angefertigt hatte. Meine Fähigkeiten lassen mich mit den Verstorbenen sprechen. Vielleicht können wir den Helden dieser Sage direkt befragen. Ja, das hoffe ich. Mit eurer Hilfe haben wir eine Chance, das Artefakt zu finden. Wir sehen es und hoch. Mitten in Dalaran befindet sich ein Portal zum Wirmbrut-Tempel. Dann seid ihr schon fast da. Taru, nochmals danke, dass ihr uns Paladinen helft. Ihr habt den Sonnenläufer um Hilfe gebeten und hier bin ich. Möge euch meine Anwesenheit Erfolg bescheren, Oryk.
Da seid ihr ja. Dieses Land ist mir noch immer unheimlich. So viel Qual und Tod. Egal, fangen wir an. Hallo? Lebt wohl! Auf Wiedersehen! Seid gegrüßt. Bis ein andermal. Ich muss näher ran. Wir haben euch gefunden. Und ihr habt das Grab gefunden. Ich beginne mit dem Ritual. Ihr müsst euren Willen auf den Geist konzentrieren, während unser Freund uns beschützt. Dann mal los! Ich habe eure Sage gelesen. Wo habt ihr den Schild gefunden? Wir werden beenden, was ihr begonnen habt. Ruht in Frieden. Ihr seid von der Schande befreit. Danke für eure Hilfe, Taru. Das werde ich euch nicht vergessen. Es war mir eine Ehre, zu dienen. Ich muss zum Netherlicht-Tempel reisen und der Konklave über unseren Erfolg berichten. Und wir sollten schnell zurück nach Dalaran. Ich werde euch dort treffen. Wie geht es euch? Hallo? Wir sehen uns. Steigt einfach auf den Vogel hier und folgt mir nach Sturmheim. Schön, dass ihr es geschafft habt. Der Schild ist nahe. Ich spüre es. Ja, ich bin da. Los, suchen wir den Schild. Auf manche Kato von uns wartet noch ein Heiler Krieg. Weit und breit. Zum Glück gab es keine Warteschlange für seine Dienste.
Das Grab ist da vorne. Gehen wir hinein und suchen wir den Schrein. Ihr geht voran, Chen. Das ist zu weit entfernt. Dann war Irgrim wohl der Champion und kam nach Tyrs Fall hierher. Eine leuchtende Tür. Schon etwas auffällig, oder? Was haben wir denn da? Diese Tafel besagt, wir müssen dem Blick der Tür standhalten. Jede Wette, dass das nicht angenehm wird. Versucht es doch mal.
Schützt euch mit Magie! So viel Schaden kann ich nicht heilen! Ihr habt es geschafft! Besser als Häufchen Asche zu enden, oder? Oh, noch eine Tafel! Dieser Champion ist geschmiedet, unberührt vom Fluch des Fleisches. Oh, Vorsicht ist geboten. Ich grüße euch. Öffne die Türen. Ihr seid der Erste. Ich bin Irgrim, Champion von Tyr. Schauen wir, ob ihr des Schildes würdig seid. Lange habe ich gewartet, dass jemand sich als würdig erweist. Stellt euch mir, auf dass wir euer Herz prüfen. Lasst uns beginnen. Wer wagt es, den Wahrheitssuchenden herauszufordern? Ich friere euch auf der Stelle! Schützt euch das Eis! Erstarrt! Tyr würde euch zu seinem Champion ernennen. Ich übergebe euch den Wahrheitshüter. Führt ihn gegen die Feinde Azeroths. Nachfolger, endet meine Wacht. Kämpft für Recht und Wahrheit, Champion, in Tyrs Namen. Schön, euch mit dem Schild zu sehen. Kato und ich werden Tyrosis in aller Rande Bericht erstatten. Und auf euch wartet draußen mein Hippogriff. Seid gegrüßt! Wir wissen, ob sie nicht werden.
möge das Licht euch stärken. Nehmt euch in Acht da draußen. Ihr könnt immer auf mich zählen. Zu euren Diensten. Geht stets im Lichte. Diese tapferen Männer und Frauen brauchen einen Anführer. Eure Taten zeigen, dass ihr die erste Wahl seid und diese Bürde tragen könnt. Kommt, ich werde in eurem Namen zu ihnen sprechen. Paladine Azeroth. Ihr habt euch hier versammelt, um den Verlust von Hochlord Tyrion Fordring zu betrauern. Für viele war er ein Vorbild. Er verkörperte das Ideal, nach dem wir alle streben. Lasst uns einen großen Soldaten, Anführer und Freund mit einem Moment des Schweigens ehren. Im Licht sind wir eins, Bruder. In Ewigkeit. Schreibt euren Namen auf den Buchband der uralten Könige, damit die Zeremonie beginnen kann. Der Champion an meiner Seite, dessen edle Taten ihr alle kennt, wurde vom Licht erwählt, um Tyrion als Hochlord nachzufolgen und unseren Orden zu einer mächtigen Waffe im Kampf gegen die Legion zu machen. Gemeinsam stehen wir gegen die nahende Dunkelheit. Wir müssen uns von den weltlichen Fesseln lossagen. Wir müssen zusammenstehen. Die Blutritter sind auf eurer Seite, Hochlord. Azeroth wird nicht fallen. Wir verschreiben uns eurer Sache, Hochlord. Heute wird der Orden der Silbernen Hand wiedergeboren. Gemeinsam werden wir Sargeras das Fürchten lehren. Fantastisch! Fantastisch!
Solange wir am Leben sind, wird Azeroth nicht... Leg die Klinge auf den Altar, wenn ihr bereit seid. Das Licht wird unsere Schmiede sein. Tschüss.